Moin moin Leute, heute spielen wir mit dem Geist, um genauer zu sein mit dem Speed Demon Geist. Der ist ultra schnell in allen Aktionen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wo haben wir die Leute? Ach, das sind zwei. Mac. Hallo. Ja moin. Weißt du nicht, dass der Geist einen Speed Boost hat, wenn er erscheint? Scheinbar nicht. Nutzen wir natürlich aus, direkt wieder unsichtbar machen, dass wir aufholen. Fuck off. Oh, hier war auch jemand dran. Und was macht die Dame? Eine kleine Drehung. Zack, Pop goes the Weasel. Und da haben wir die nächste. Barbecue und Chili ist halt einfach so wichtig auf dem Geist. Okay. Ja, da wärst du nicht mehr durchgekommen. Da hätte ich dich geblockt. Mal schauen, ob sie wieder geht. Nein, jetzt geht's ums Auto. Aber hier ist keine Palette. Ohne Dead Hat wird das nix. So. Da hinten. Oh mein Gott, du schon wieder. Ja, renn lieber. Genau in mich hinein. Komm, die lassen wir mal. Wir gehen der anderen nach. Aber erstmal mit Pop Goes the Weasel und Jen kicken. Ich habe keinen Bock, was zu verlieren hier. Da ist sie. Wollte gerade sagen, wo ist sie denn lang gegangen? Okay, loopen wir darum. Aufpassen, dass ich nicht an den Reifen hängen bleibe. Die Objekte sind manchmal ein bisschen blöd. Die wird geworfen. Yes, sir. Leute, das könnt ihr euch auch merken. Wenn irgendwann, wenn ihr oft genug Killer spielt, bekommt ihr ein gutes Gefühl dafür, wenn ein Survivor eine Palette droppt. Okay, Killer-Check will sie nicht loopen. Dann, komm, die kriege ich doch geblockt hier. Ja, die Palette kann es nicht droppen. Zack. Okay, wo geht's lang? Oh. GG's. Das war schwach von dir. Oder zu stark von uns. Auslegungssache. Bist du noch da? Natürlich. No, don't do it. Ach man, was macht diese Mac da nur? Okay, da die Palette wird zu droppen. Dankeschön. Machen wir kaputt. Die Mac läuft nicht weg. Oder? Oh, wo ist sie denn jetzt hingegangen? Die muss noch... Ja, wollte doch gerade sagen, die muss noch hier sein. Hat sich einen Stein ausgesucht, anstatt das Killer-Shack. Nicht die beste Entscheidung. So, Kate wurde befreit. Und da... Nein, ich wollte zu dem Jen. Leider haben wir einen verloren, aber da gehen wir der näher nach. Jedenfalls einen Slap geben wir hier mit, denn wir haben Thanatophobie. Das heißt gerade 15% Verringerung auf Gen-Geschwindigkeit. Ja, kleiner Block. Schaffen wir's? Yes. Oh mein Gott, es klappt gerade sehr, sehr gut mit den Blocken von Objekten, von Fenstern, Paletten. Okay, 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 sie ist am Bus. Ist ein starker Loop. Nein, das Fenster ist ja jetzt da. Ich habe immer im Kopf, dass es ein Ticken weiter vorne ist. Erstmal Pop Goes the Weasel einsetzen, während sie die Palette racet. Dankeschön. Okay, und sie bleibt beim Bus. Ich glaube, ja, wir warten, bis sie einen Fehler macht. Wir gehen einfach mal unsichtbar ein bisschen mit. Gehen wir da durch. Und jetzt enthüllen wir uns. Ich glaube, noch einen Vault hat sie. Yep, und er ist jetzt vorbei. Und da liegt sie. Okay, da bist du. Er hat sich selbst ins Aus manövriert. Mein Gott, ich hätte so gerne, das Beste kommt zum Schluss. Werden jetzt schon etliche Stacks, werden die 8 locker schon voll. Wo läuft die denn lang? Warum laufen die immer ins Offene? Das bringt doch gar nichts. Ja, die Palette ist schon weg. Das Fenster schaffst du nie im Leben. I can handle things, I'm smart. Knapp. Wir haben bisher nur einen Gen verloren. Okay, da hinten ist wer dran. Aber ich hoffe, der ist nicht so weit. Weil ich hätte gerne ein Game, wo wir nur einen Gen verlieren. Was aber ultra schwer ist. Der ist fertig. Ja. Schade. Ah, da sieht man mal wieder, wie unterschätzt der Geist ist. Vor allem mit dem kleinen Rework, wo so ein bisschen was an Zahlen geschraubt wurde, dass er mehr Speed Boost hat. Seitdem ist er noch viel, viel stärker. Oh, sie versucht zu blocken für die Mac. Ah, das kann sie knicken. Ich bin so schnell. Nee, schaffst du nicht. Passt auf. Zack. Vorbei. Und da wird die Dame jetzt sterben. Oder? Das müsste ihr dritter Hook sein. Yes, it is. Wichtig, dass wir wen raus haben. Ach, da dran. Haben sich die andere Kartenseite ausgesucht? Kate. So funktioniert das nicht.
Ich glaube, die kommt nicht rechtzeitig zu einer Palette, weil die hat kein Dead Heart. Ja. Warte, ich kick den lieber mal. Nicht, dass sie den fertig macht, während ich die Kate trage. Um einen Boost sollten wir einen Hit bekommen. Ja, den schaffen wir sicher. Zack. Die Nea ist mit Abstand die Beste. Die spielt clever. Die versucht sich nicht die ganze Zeit zu zeigen und Gens zu machen. Aber irgendwann macht jeder mal Fehler. Und ich hoffe, dass es gleich soweit ist. Kriege ich dich geblockt? Schon wieder nicht. Okay, ich denke, wir gehen auf ein Mindgame. Hier enthüllen und dann außen rum. Jetzt rum. Ja, haben wir. Oh mein Gott, Mac. Weißt du, du versteckst dich, dass ich dich mit Barbecue nicht sehe und dann zeigst du dich. Du bist die Letzte. Du musst die Nea retten. Okay, was macht sie? Du willst doch jetzt nicht an dieser T-Wall mit mir loopen. Lass dich hitten und renn so näher. Das ist deine beste Chance, die du noch hast, im Spiel was zu reißen. Nee, sie möchte unbedingt hier loopen. Jetzt. Ja, jetzt kriegen wir sie teilweise geblockt. Zack. Okay, machen wir einen gleichen Move wie eben. Oh, wow. Sie geht aber nicht zur Palette, sie geht wieder außen rum. Licht verdecken, rum und zack, outplayed. GG's. Gehen wir in die nächste Runde. Okay, ich habe mal einen Perk geändert. Wir haben jetzt einen Legion-Perk mit drin. Da sehen wir, wenn zwei Leute am Gen sind. Hm, die Palette ist nah, aber es reicht. Okay, Kate. Nee, ich will den Gen nicht an die Claudette abgeben. Wir kicken den und gehen die Claudette suchen. Die Kate muss sich jetzt heilen. Aha, da ist eine Krähe. Und ich habe ein Totem gehört, das zerbricht. Die ist da. Ja, da ist sie. Okay. Gut, da kriegen wir safe einen Schlag hin mit dem Boost. Bam. Und Killer-Check. Okay, vielleicht kriegen wir die Palette schnell. Oder vielleicht ist er extrem gut im Loopen am Killer-Check. Check ist halt echt, das ist immer schwer als Killer. Ja, die ist clever. Die achtet drauf, wie ich langlaufe. Oh, ich muss auf einen Fehler hoffen. Geh mal durch. Hm, komm, spring noch einmal durch. Und dann versuche ich was. Ja. So, jetzt gehen wir raus. Ja, komm, bitte. Ja, die haben wir. Außer sie hat Dead Heart. Hat sie? Nein. Nice. So, ist da hinten wieder wer dran? Nein, der geht noch zurück. Ach, hier, eine Feng. Hallo? Okay, ich nehme alle Hits. Wir sind jetzt bei 15% auf Thanatophobie. Das verlangsamt das Game ungemein. Oh Gott, was machen die denn? Ja, sorry, dich werde ich da auch haben. Kommt was? Nee. Ein Gen fertig, schade. Ran mit dir. Okay, hier sind Spuren. Wen haben wir da? Ach, die Kate. Oh, sie droppt nicht die Palette, sie ist greedy. Nein, ist sie nicht, sie hat die nächste Palette. Und das war sogar ein Stun. Es gibt halt immer so Paletten, da kannst du weit entfernt sein, es wird dich immer treffen. Ja, bitte, komm. Spiel. Ach, Mist, ich dachte, sie geht in den Wagen da rein mit dem blöden Fenster. Da verlieren die Survivor immer an diesem Fenster. Oh, schöner Fake. Ich dachte, sie voltet wieder. Ach, jetzt geht sie rein. Ja, dann zeige ich euch was. Antäuschen, zurück. Und da haben wir sie. Dead Heart. So, zwei Gens verloren, drei Hooks erst. Das ist ultra schlecht. Ich muss jetzt ein bisschen tryharden. Und wir fangen mit dir an. Bam. Na gut, die geht immer zum großen Haus. Ich habe gar keinen Bock aufs Main Building. Ich gucke lieber, wo die anderen sind. Ach, hier ist die Feng. Die hat sich eben ja nicht so clever angestellt. Bam. Sind wir wieder bei den 15%. Die Nea habe ich noch nicht einmal gesehen. Nee, stattdessen läuft die Claudette verletzt in mich rein. Und ich krieg sie nicht geblockt. Ich krieg sie nicht geblockt. Komm, gib mir die Palette. Bitte. Dankeschön. Decision Making ist von denen nicht schlecht. Die ist nicht greedy, wirft die Palette zeitig, auch wenn es die stärkste Palette ist, und ist jetzt da in dem Spaßding drin. Ja, komm, runter mit dir. Und da haben wir dich. So, weiter geht's. Oh, hab doch gesehen, dass da ein Gen geflackert hat. Und wieder hier durch. Und es hat schon wieder nur dafür gesorgt, dass ich sie hitten kann. Leute, geht bitte nicht in diesen Loop rein. Der ist schwach.
Die Heilung da hinten will ich vermeiden, ehrlich gesagt. Und ich glaube, hier haben wir die Nea, die hatten wir noch gar nicht. Oh, die Hose ist grauenvoll. Die Jacke ist cool und die Haare auch, aber die Hose ist grauenvoll. Ich hoffe, der Typ ist kein Modedesigner. What? Och nee, die hat einen Flashlight dabei. Nein. Okay, wir konnten es meiden. Schaffen wir das? Nee, das schafft sie. Ja. Die kann mit der Flashlight umgehen. Gibt viele, die das nicht auf die Reihe kriegen. Und die Greedy Kate ist halt schon wieder an diesem Generator dran. Aber schafft es schon wieder zu einer Palette. Sie hat Dead Heart, das wissen wir. Muss es nicht mal nutzen. Okay, gehen wir wieder zurück. Ich will die Gens hier verteidigen. Das ist mein Anliegen. Ach, da wird sie geheilt. Super. Wenn die Fang nicht blockt, haben wir die jetzt. Sie blockt. Kicken wir den. Und dann gucken wir, wo die sind. Kate, da bist du ja schon wieder. Oh, wow. Da hat sie mich aber gerade total verwirrt. Aber wir haben sie. Sie sind auch echt schnell im Heilen. Die haben keinen Bock auf Thanatophobie, die Leute. Da hinten sind Spuren, das heißt, sie wird links rumgehen. Passt auf. Ja, safe. Ich weiß doch, wie die Leute spielen. Die Palette will ich einfach haben. Gib sie mir. Dankeschön. Je mehr Paletten wir jetzt am Anfang rauskriegen, desto leichter wird es im Late Game. Und da holen wir wieder ein bisschen auf mit unseren Speed Add-ons. Enthüllen und verletzen. Nein, das ist die nächste. Gehen wir einfach weg, denn da geht wer befreien. Bam. Wir haben jetzt die Palette gratis bekommen und dafür einen Hit und eventuell einen Down. Ich glaube, das wird ein Down. Ja, das wird eins. Nice. Der Taschenlampe ausweichen, aber die versucht es erst gar nicht, obwohl sie so gut mit der Taschenlampe umgehen kann. Interessant. So, dann hier wieder einen Gen kicken. Ach, Kate. Ganz ehrlich, blocken wir das Fenster. Ah, sie geht außen rum. Oh, die ist zur Palette, oder? Ja. Nächste Palette weg. So, da will ich den Gen aber jetzt wirklich kicken, bevor Pop Goes the Weasel ausläuft. Und dann können wir wieder suchen gehen. Ach, hier sind sie dran. Nia! Ja, komm, bitte, bitte, bitte. Hammer. Hat scheinbar kein Dead Heart. Die kriegen die Gens einfach nicht durch. Die ersten zwei waren noch okay, weil die Karte so groß ist, aber die anderen kriegen sie nicht mehr hin. Und der Claudette gebe ich jetzt einen mit, die nervt mich. Nein, die hat schon wieder eine Palette. Aber, ja, sie ist greedy. Zack. Jetzt sind wir bei 20% auf Thanatophobie. Jetzt kann ich ein bisschen gechillter sein. Außer wenn die schon wieder an meinem Gen irgendwo hängen. Nein, sie gingen befreien. Kate, du gehst verletzt befreien, obwohl es dein dritter Hook ist. Dankeschön, Nea. Hat doch die Kate geblockt für uns. Und die Taschenlampe kannst du auch knicken, denn ich klatsch dich so erst um. Komm, komm. Ja, Hammer. So, Kate. Es war schön mit dir. Kicken wir den wieder mit Pop Goes the Weasel. Und dann heben wir die Nea auf. Oder? Ja, die klottert das über alle Berge. Ja, Decisive Strike. Sieht man gar nicht mehr so oft. Okay, wo ist sie? What? Nein, ich habe nicht gesehen, dass sie vor mir steht. Sowas hasse ich. Ich hasse es, weil mich jemand outplayt. Das war aber mega stark gespielt. Oh, und sie blendet direkt am Fenster. Also die Nea ist gut. Die ist echt sehr stark. Ich weiß auch nicht, ob ich da im Check mit ihr spielen will. Es kann gut sein, dass ich einen Chase abbrechen werde. Ja, Claudette wurde geheilt. Rüber. Nee, komm, geh mal weg. Ja. Oh, Nea. Ach, das ist Karma. Da läufst du halt verletzt in mich rein. Ach, schön. Ah, das mag ich. So. Die Claudette war da hinten. Habe ich mit Barbecue gesehen. Ach, da ist er, ja. Noch schön gewartet. Die Palette ist nicht stark. Da kann ich Mindgame. Wir gehen rechts rüber. Ziehen links. Und ja. Kriegen einen Hit. Sie knutscht noch die Wand. Nea. Dein DS ist weg. Ich will dich. Ja, die Nea will ich ehrlich gesagt raus haben. Die ist mir mit einem Ticken zu gut. Oh, und trotzdem drauf committed. Wow. Die hält mich, kann mich halt lange aufhalten. Da habe ich keinen Bock drauf. Weil es sind nur noch zwei Gens. Und die können schnell poppen.
Jetzt lasse ich aber outplayed. Ja. Sie wollen noch in den Schrank springen, aber too late. Bludette, was machen wir? Warte, schaffen wir das? Ja, die Palette ist weg. Zack. So, Feng. Dann bist nur noch du an der Reihe. Und da haben wir alle. Außer jemand hat noch unbeugsam. Na gut, nur bei der Claudette relevant. Oh mein Gott, sie hat wirklich unbeugsam. Okay. Dann müssen wir die Feng umklatschen und die Claudette suchen gehen. Die Palette ist weg. Haben deine Kollegen alles schon gewastet? Ja, dass sie kein Dead Heart hat. Easy going. Hier, der Jen war eben nicht an. Die muss hier sein. Ja, da ist sie. Sie versucht jetzt, das Sneaky Claudette zu sein. Aber ein bisschen zu spät dafür. Bam. GG's, Leute. Ich würde behaupten, der Geist ist ultra stark. Der ist simpel zu spielen. Die Mechanik versteht jeder. Da kann keiner was falsch machen. Das Einzige, was ein bisschen Skill erfordert, ist dieses Blocken an Fenstern und Paletten. Nicht, dass wieder ein Kommentar kommt. Ich spiele nur gegen Potatoes. Alle Rang 1. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.